an dieser Stelle an Sie. Und wir bleiben thematisch noch ein bisschen bei der Cloud, denn die Frage nach Sicherheit und Souveränität, die stellen sich natürlich praktisch alle. Und das hat natürlich auch die Schwarz-Unternehmensgruppe getan. Sie erinnern sich, Lidl, Kaufland und Co. Und dann hat man geschaut, was gibt es denn so für Lösungen auf dem Markt? Und irgendwie war man mit nichts so richtig happy und hat gesagt, das nehmen wir selbst in die Hand. Herausgekommen ist Stackit, also praktisch eine europäische Cloud-Alternative. Und damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie viele Menschen daran arbeiten, es sind rund 7500 IT- und Digitalexperten, die daran sitzen, eben nicht nur Lidl, Kaufland und Co. zu digitalisieren, sondern insgesamt die digitale Transformation der Wirtschaft und auch der Verwaltung voranzubringen. Wir freuen uns jetzt mehr über Stackit zu erfahren und begrüßen Robin Herrmann, Mitglied der Geschäftsleitung von Schwarz IT, Stackit. Herzlich willkommen. Ja. Vielen Dank für die warmen Worte. Wie schon gesagt, mein Name ist Robin Herrmann. Ich verantworte tatsächlich technisch unsere Stackit Cloud. Und will Ihnen heute aber gar nicht so viel darüber erzählen, warum Stackit Cloud aus meiner Sicht natürlich die beste Cloud ist, sondern Sie ein bisschen auf die Reise mitnehmen, wie es denn eigentlich dazu kam, wie denn die Schwarzgruppe in die Cloud und dann zur Cloud gekommen ist. Und kann da, glaube ich, auch aus dem Vollen schöpfen, weil ich die letzten 24 Jahre meines Berufslebens in der Schwarzgruppe in verschiedenen Positionen verbracht habe und damit natürlich diesen Weg auch eng begleiten durfte. Ich freue mich tatsächlich, dass ich nach den Kollegen der Jonas hier auch sprechen darf, weil wir natürlich sehr froh sind, dass es immer mehr europäische Alternativen auch im Cloud-Markt gibt. Und da, Jonas, zwar ein Wettbewerb, aber trotzdem freuen wir uns, dass da einfach europäisch auch mehr geht. Und natürlich freue ich mich, dass Sie da sind. 12.15 Uhr, Sie können jetzt auch entspannt an einem der Stände was zu essen holen, haben sich entschieden, hierher zu kommen. Und das bei einem vermeintlich doch sehr seltsamen Thema, Stackit, wie der Lebensmittelhändler zur Cloud kam. Irgendwie sind wir hier auf einer Konferenz, wo es um den digitalen Staat und öffentliche Dienste geht. Warum spricht denn hier der Lebensmittelhändler über Cloud? Und was wir heute machen wollen, ist so ein bisschen die Reise der Schwarzgruppe mal zu erklären, wie es dazu kam. Und ich glaube, da sind viele Parallelen drin, die viele andere Unternehmen, aber eben auch die öffentliche Hand so wahrscheinlich auch sehen oder sehen werden. Und ich möchte eigentlich über zwei Themen sprechen. Das eine ist, warum wir glauben, dass Cloud eben für die Digitalisierung des Lebensmittelhändlers, aber ich glaube für die Digitalisierung im Allgemeinen, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Und das zweite ist, wir wollen kurz über Souveränität auch sprechen, weil eines unserer Kernwerte ist natürlich Souveränität und die Frage, was ist denn eigentlich Souveränität und warum ist es vielleicht bei der Digitalisierung wichtig, wollen wir auch kurz streifen. Ja, die Cloud-Reise der Schwarzgruppe. Ich habe erwähnt, ich bin schon lange dabei und als dieser Trend zur Cloud aufkam, war die Antwort der Schwarzgruppe sehr einfach. Die war nämlich nein. Ich weiß noch, ich bin ins Managementboard gegangen und habe gesagt, Mensch, Cloud, total cool, schneller bereitstellen, effizient, Kosten und so weiter. Und die Antwort war relativ klar, warum sollen wir das machen? Das sind unsere Daten. Sorry wegen meinem schwäbischen Dialekt übrigens. Ich versuche Hochdeutsch, wenn Sie mich nicht verstehen, untersprechen Sie mich. Aber für den Schwaben ist das nicht ganz einfach. Aber tatsächlich, die Antwort war nein. Unsere Daten, das soll kein anderer machen. Was soll das? Mach weiter deine Rechenzentren. Tschüss. Das hat nicht lang gehalten, wie es bei den allermeisten nicht lang gehalten hat. Wir haben dann angefangen mit den ersten Projekten, die sowieso im Internet gespielt haben. Wir haben einen Webshop gebaut, den Lidl-Shop, wo man gesagt hat, okay, der macht vielleicht einfach mehr Sinn, den in der Cloud zu bauen. Wir haben angefangen mit dem Thema Loyalty-Apps, Loyalty-Programme, wo man quasi direkt mit dem Kunden auf seinem Smartphone ja interagieren. Und auch die Dinge sind direkt in der Cloud entstanden. Und wie das halt so ist, wenn das dann mal da ist, finden Leute das toll. Das beginnt eine ganz schnelle Eigendynamik zu entwickeln. Und so war es bei uns auch. Die Techies fanden es cool. Nicht mehr so lange warten, bis der Server kommt. Nicht mehr mit einer blöden Infrastrukturtype sprechen müssen, sondern irgendwie einfach im Portal mal schön was bestellen. Ist auch viel einfacher. Die Fachbereiche fanden es auch klasse, weil auf einmal ging es viel schneller, Dinge zu implementieren, Dinge anzupassen, Dinge zu integrieren, neue Lösungen direkt als SaaS-Lösung aus der Cloud zu beziehen. Und tatsächlich auch das Thema Skalierbarkeit hat für uns eine große Rolle gespielt und war natürlich mit der Cloud viel einfacher zu beantworten. Einen ganz, ganz großen Push hat es nochmal mit Corona gekriegt, wie glaube ich bei so vielen. Es gibt ja diesen blöden Witz, wer hat im Unternehmen am meisten zur Digitalisierung beigetragen, der CIO oder der CDO? Nee, es war Corona, war bei uns auch so. Und natürlich mit der ganzen Workforce, mit den ganzen Regeln in verschiedenen europäischen Ländern, die sehr kreative Ideen hatten zu,
wie viele Leute dürfen nochmal in der Filiale sein und wie weise ich digital nach, dass es nicht Merkwürdige sind, mit auf einmal doch noch Relevanz von Vorreservierungsmodellen, Liefermodellen, die vorher vielleicht wirtschaftlich nicht interessant gewesen wären. Und für mich mein Highlight, weiß nicht, wer sich noch erinnert, am Anfang der Corona-Zeit, alle wollten unbedingt Corona-Tests haben und es gab sie nicht. Lidl hatte eine brillante Idee, wir verkaufen die online. Das hätte dann noch ganz gut vielleicht geklappt. Wir verkaufen die online und schreiben das samstags in die Bild-Zeitung, damit auch wirklich jeder in Deutschland da draufklickt. Und wir hatten tatsächlich an diesem Samstag mehr als die hundertfache Last auf unserem Online-Shop auf einmal, weil die Leute wie blöd Corona-Tests bestellen wollten. Sie waren in 4,5 Minuten ausverkauft, die Charge, die wir hatten. Und da reden wir wirklich über Millionen, die wir da hatten. Aber man kann sich vorstellen, aus einer IT-Perspektive war das durchaus eine spannende Zeit. Und von da waren wir sehr froh, dass wir dort in der Cloud waren. Ja, wir haben natürlich dann in der Zeit auch Governance aufgebaut, haben uns überlegt, welche Last soll denn in welche Cloud gehen, haben uns über Sicherheit Gedanken gemacht, haben auch, wie glaube ich, alle Überraschungen auf dem Weg erlebt. Aber gesagt, Cloud skaliert toll, leider nicht nur technisch, sondern genauso gut in Kosten. Wir haben dann regelmäßig am Monatsende gesagt, huch, das ist ja ganz schön viel Geld, was die von uns wollen. Und wir haben tatsächlich auch relativ schnell gemerkt, dass es super einfach ist, in die Cloud zu gehen, gibt den Leuten den Account, dann passiert da was. Und wenn du dann sagst, boah, das hätten wir jetzt aber eigentlich gern woanders gehabt, ist super schwer, wieder rauszukommen. Das hat dazu geführt, dass wir uns selber Gedanken gemacht haben. Wir haben uns dann tatsächlich vor 5 Jahren hingesetzt, haben gesagt, Mensch, wenn wir diesen Trend jetzt einmal fortsetzen, was wird passieren? Wir haben gesagt, wir schätzen, dass 20, 26, 80% ungefähr unserer Workloads in die Clouds gewandert sein wird. Das wird nicht ganz so sein, wir gehen momentan eher von 70 aus. Und wenn wir nichts machen, wäre das natürlich ganz klar, dann wären diese Workloads bei den großen Hyperscalern. Dann war für uns natürlich schnell die Frage, ist das eine Abhängigkeit, die wir gut finden? Und jetzt sind wir Händler, und doch dazu schwäbischer Händler, das ist, glaube ich, nochmal besonders. Und so ein Händler hat natürlich ein hohes Interesse an einer gewissen Unabhängigkeit. In den klassischen IT-Welten hat man immer geschaut, unterschiedliche Softwarelieferanten, unterschiedliche Hardwarelieferanten, möglichst hohe Unabhängigkeit. In der Cloud war das auf einmal nicht mehr so einfach. Da gab es keine ganz, ganz vielen Anbieter und auch der Wechsel war nicht so leicht. Haben also geschaut, was sind denn Alternativen und haben für uns gesagt, so eine richtige Alternative haben wir nicht gesehen. Weil was wollten wir? Wir wollten halt tatsächlich eine Cloud. Und was sollte das sein? Diese Cloud sollte einmal souverän sein. Und wir haben es schon oft gehört und sehen es ja in vielen Wänden, da kommen wir nochmal drauf, was es ist. Sie sollte public sein und sie sollte sicher sein. Und wir haben gesehen auf dem Markt, Mensch, irgendwie gibt es nichts, was in all diesen Aspekten uns zufriedenstellt. Also lass es uns selber machen. Die Reaktion auf dem Markt dann, als ich das so Bekannten aus der IT erzählt habe, da gab es so 2 Lager. Die einen haben gesagt, ihr habt sie doch nicht alles, seid ihr größer wahnsinnig geworden. Die anderen haben gesagt, cool, dass eine europäische Company sich traut, da ranzugehen. Sie können gerne nachher an den Stand gehen und gucken, ob es cool geworden ist oder wahnsinnig. Wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Was heißt jetzt souverän, public und sicher? Ich glaube, sicher ist relativ klar. IT-Sicherheit war vor 5 Jahren schon ein ganz wichtiges Thema. Man kann heute keinen Tag inzwischen eine Zeitung aufschlagen, ohne irgendwo zu lesen. Ich bin gestern in Berlin angekommen und neben meinem Hotel waren Späti mit der Bild-Zeitung und die Bild-Schlagzeile. Zielzeitung war, glaube ich, gestern: Russen, Hacker legen KDW lahm. Also natürlich, das Thema Sicherheit spielt eine Rolle, spielt für uns eine Rolle in der Frage unserer Cloud. Ist etwas, wo wir auch gesetzlich verpflichtet sind. Wir sind Kritisbetreiber. Von daher natürlich Sicherheit ein Core-Faktor. Durchaus aber einer, wo ich sage, da spielen die Clouds alle auf einem hohen Niveau. Das war nicht so der ganz große Unterscheidungsfaktor. Das zweite Thema Public. Warum ist uns Public Cloud wichtig? Wenn man auf den Markt schaut und wenn man vor 5 Jahren auf den Markt geschaut, da sieht man auch viele Anbieter, die sagen, ich mache dir ein Private Cloud Offering. Und ich habe gelesen, wir machen Cloud On-Prem. Klingt ein bisschen schizophren. Wir haben hybride Lösungen. Und da gibt es technisch wirklich, wirklich sehr coole Lösungen. Und die haben, glaube ich, auch alle ihre Daseinsberechtigung. Was wir immer gesehen haben, ist, dass die natürlich irgendwann in der Skalierung brechen, dass die irgendwann diesen Innovationsdruck, den eine Public Cloud einfach hat, dass die dem nicht ganz standhalten. Warum? Weil natürlich der Public Cloud Provider, der immer Wettbewerb steht, der immer Preiswettbewerb steht, oft anders agieren muss, wie einer, der halt erstmal es geschafft hat, in mein Rechenzentrum reinzukommen. Von daher haben wir gesagt, es muss Public sein, damit wir einfach diesen Innovationsdruck auch aufrechterhalten. Ja, und last but not least, Souveränität. Und Souveränität, auch vor 5 Jahren, würde ich sagen, war das ein Thema, das haben viele noch nicht ganz so wichtig genommen.
wir waren da aufgrund unserer DNA schon immer so ein bisschen, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich möglichst viel selber machen, wollen eine hohe Tiefe in der Wertschöpfungskette haben. Von da war das für uns immer schon sehr naheliegend. Wenn man die politischen Entwicklungen der letzten Jahre anschaut, hat das Thema eine hohe Bedeutung gewonnen. Und ich glaube, wenn wir in die Zielgruppe hier heute reinschauen und sagen, wir reden über Digitalisierung von Kernthemen in Staat und Verwaltung, hat das Thema Souveränität eine hohe Bedeutung. Und man braucht hier nur mal Durchlaufer. Man kann auf die Titel der Reden heute und der Panels heute schauen. Das Thema Souveränität hat eine hohe Bedeutung. Die Frage ist aber für mich immer, was ist denn eigentlich Souveränität? Weil offensichtlich steht es an jedem zweiten Stand, scheint vielleicht doch nicht jeder das Gleiche drunter zu verstehen. Und wenn ich über Souveränität spreche, sind mir da drei Sachen tatsächlich wichtig. Und die drei Sachen sind Datenhoheit, Offenheit und Transparenz. Was bedeutet das? Datenhoheit, so die klassischen Ziele, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität. Also am Ende des Tages, dass wir sagen, wir wissen, wo die Daten sind. Wir stellen sicher, dass nur die auf Daten zugreifen, die darauf zugreifen sollen. Wir stellen sicher, dass wir darauf zugreifen können, denke ich, ein klares Thema. Das zweite Thema, Offenheit, auch für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben gerade vorhin schon darüber gesprochen. Es ist sehr leicht, in die Cloud zu gehen. Es ist nicht so leicht, rauszugehen oder die zu wechseln. Woran liegt es oft auch an der fehlenden Offenheit? Wenn ich den gerade Automatisierung nutzen will, muss ich mich oft sehr stark auf die APIs einlassen. Es gibt coole Produkte, die es aber dann nur in einem Cloud-Provider gibt. Und wir sagen natürlich, wir suchen etwas, das so offen ist, dass wir sehr flexibel mit Anbietern umgehen können, dass wir sehr flexibel Dinge auch zusammenstellen können. Von daher ist Offenheit für uns etwas, was in dem Thema Souveränität ganz wichtig ist, weil ich eben nur dann auch eine Unabhängigkeit von Lieferanten, Dienstleistern und Partnern erreichen kann. Und last but not least, Transparenz. Transparenz heißt für mich, dass wir das auch nachvollziehen können, dass wir wissen, wer auf die Daten zugreift, dass wir es technisch verstehen, was da passiert, dass wir es von der Legal-Seite her verstehen, was da passiert, von der Vertragsseite verstehen, was da passiert. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, wo wir sagen, das ist halt oft nicht damit getan, dass da irgendwie mir einer unterschreibt, ja, das ist alles sicher. Also ich sollte schon in der Lage sein, das selbst nachzuvollziehen auf all diesen unterschiedlichen Ebenen. Ja, was sind für uns Punkte, wie man das erreichen kann? Tatsächlich ist das eine Thema, dass wir glauben, man braucht für sowas eine europäische Alternative. Warum? Weil wir natürlich ganz schnell merken, wenn wir über Legal-Themen reden, liegen uns Firmen aus dem europäischen Rechtsraum näher. Die kennen, die haben die gleichen Herausforderungen, was Datenschutz angeht. Wir tun es leichter mit einer Partnerschaft an der Stelle auch. Von daher glauben wir einfach, eine europäische Partnerschaft an der Stelle ist eben das, was uns hilft. Und wir glauben auch ganz fest dran, dass es ganz wichtig ist, dass Europa diese wichtigen kritischen digitalen Infrastrukturen einfach nicht komplett aus der Hand gibt. Ein zweites ganz wichtiges Thema ist dort Open Source. Auch da, wenn man lange in der IT ist, weiß man noch, wie Open Source irgendwann mal belächelt wurde, wie es kuriose Bilder gab, wo Open Source lächerlich gemacht wurde. Inzwischen ist Open Source nicht mehr wegdenkbar. Das verbreitetste Betriebssystem der Welt ist Open Source. Aber auch in den Stacks drüber ist für uns immer die Prämisse, wenn es eine Open-Source-Alternative gibt, prüfen wir erstmal die. Es gibt Open-Source-Datenbanken, die sind super mächtig, es gibt Messaging-Stacks, es gibt mit Kubernetes wahrscheinlich die Cloud-Runtime schlechthin, die Open-Source ist. Und das heißt nicht, dass Closed-Source-Produkte schlecht sind. Und es gibt immer auch den Raum, wo die Lösungen richtig sind. Aber wir sehen eben, wenn es eine Möglichkeit gibt, Open-Source sich zu beteiligen, auch wieder diese Thematik Offenheit natürlich deutlich stärker erfüllt, weil ich damit nicht in die Abhängigkeit zu einem Anbieter gerade, aber auch das Thema Transparenz, weil ich natürlich in der Open-Source-Software am Ende des Tages auch reinschauen kann und sagen, okay, ich kann den Quellcode lesen, ich weiß, was da passiert und damit auch ein recht hohes Vertrauen darin habe. Ein drittes Thema ist für uns immer die Frage Sicherheit, gegebenenfalls auch Zertifizierungen rund um Sicherheit, wo wir einfach sagen, auch da schauen wir natürlich sehr stark, was ist in Europa und was ist in Deutschland üblich. In Deutschland haben wir ein BSI, das hat tatsächlich, finde ich, sehr, sehr clevere Ideen in der Frage, wie sichere Cloud funktioniert, hat auch entsprechende Zertifizierungen da. Und das ist auch was, wo ich sage, wenn wir eine Cloud auswählen, macht es natürlich Sinn, ein Stück weit darauf zu gucken, dass die Art und Weise, wie Sicherheit gemacht wird, auch zu dem passt, wie wir es hier tun. Und last but not least war uns in dieser Thematik immer wichtig, dass ein stabiler Anbieter auch ist. Also einfach auch zu sagen, ein Anbieter, wo man drauf bauen kann, dass der in Monaten und Jahren noch da ist, weil diese Cloud-Projekte einfach auch nichts sind, was jetzt in 2 Monaten wieder weggebaut ist. Ja, ich sehe hier drauf, ich habe noch genau 1 Minute übrig.
Das war jetzt so der ganz schnelle Durchstoß zu der Frage, wie eigentlich die Schwarzgruppe mit Cloud angefangen hat, mit Cloud gewachsen ist. Wo stehen wir heute? Tatsächlich wissen wir auch, dass wir als Schwarzgruppe auch die anderen Clouds weiter benutzen werden. Also wir haben auch eine hybride Strategie, aber mit einer ganz klaren Logik, eben eine Ausrichtung auf der Cloud, die wir selber bauen, auf der Stackit. Was ja für mich das Key Takeaway heute. Ich glaube, das A und O, Digitalisierung funktioniert nur mit Cloud richtig. Ich glaube, Cloud ist ein ganz, ganz Kern-Enabler, ein Kernbefähiger für Digitalisierung. Gut wird es, glaube ich, wenn die Cloud souverän ist. Ich denke, wir sollten gucken, dass wir Europa ein Stück weit stärken. Und natürlich, ganz persönlich, freut es mich, wenn Sie nachher bei Stackit vorbeikommen und vielleicht mal gucken, ob wir da die passende Antwort sind. Und von daher bin ich mit meiner Zeit durch. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Konferenz. Vielen Dank.